Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Gleich 3 Tage beherbergt das Emmentaler Dorf das Radrennen Tour de Suisse. Ganz Langnau ist auf den Beinen. Mit einem Budget von rund 500.000 Franken haben die lokalen Organisatoren den 3-tägigen Tourstart im Emmental auf die Beine gestellt, getragen mehrheitlich von Firmen aus der Region. Hunderte von Hotelbetten im Emmental vom Entlebuch bis in die Agglomeration von Bern sind in diesen Tagen belegt. Die meisten durch den großen Tross der Tour. Die Veranstalter hoffen nun darauf, dass die TV-Bilder von Samstag und Sonntag das Emmental im ganzen Land noch bekannter machen. Laut den Organisatoren ist das auf mehrere Tage ausgedehnte Dorffest ein lohnenswertes Unterfangen. Der fast gleiche Aufwand ist auch für einen eintägigen Etappenhalt notwendig, sagt OK-Präsident Marius Reist. Marius Reist ist Mitglied der EG Radsportregion Emmental, die bereits den ersten Tour des Wisshalt in Langnau 2008 organisierte. Die guten Kontakte aus dieser Zeit haben sicher geholfen, dass die Tour jetzt wieder in Langnau ist, sagt Reist. Wir haben genau das erhalten, was wir uns wünschten. Begonnen hat das Abenteuer Tour de Suisse für die Emmentaler am Freitagabend mit einer Feier rund um die Vorstellung der Fahrer. Das Radrennen beginnt am Samstag offiziell mit einem Einzelzeitfahren, bei dem die Fahrer immer wieder das Dorfzentrum passieren. Die Tour de Suisse hat Langnau voll und ganz in Beschlag genommen. Wir wollten nicht nur einen Sportanlass, sondern ein richtiges Volksfest machen, sagt OK-Präsident Reist. Zahlreiche Stände, ein Spezialitätenmarkt und Festzelte säumen die Straßen und Plätze in Langnau. Nicht zu übersehen, das Tourbelage mit den Produkteständen der Sponsoren. Am Sonntag machen sich die Fahrer auf einen Rundkurs durchs Emmental, via Schälenböck und Tschuderhüsi. Rund um die Rennen locken in Langnau Festwirtschaften und Konzerte. Wir dachten häufig, lohnt sich der Aufwand. Warum machen wir das alles, sinniert der OK-Präsident Marius Reist. Jetzt wo das Fest da sei, könne man nun die Früchte dieser Arbeit ernten.